Das Saisonfinale in der Regionalliga West 2021 kommt in der Gestalt eines Fernduells daher. Borussia Dortmund 2 hat die Möglichkeit, den Titel hier und heute klar zu machen. Was es braucht, ist mindestens ein Remis gegen den 12. aus Wuppertal, weil Rot-Weiß Essen parallel in Wegberg ebenso noch Ansprüche auf den Titel trägt. Rein ins Spiel, Wuppertal in den roten Trikots von links nach rechts mit der ersten Möglichkeit durch Marco Königs. Im Stadion am Zoo waren 500 Zuschauer zugelassen, es kamen alle und kurz darauf kam auch der BVB zur ersten Möglichkeit. Dominik Wanner, der Abschluss verrutscht aber nur knapp. Kurz darauf Richmond Tachi auf Alabakir. Dortmund gab die Richtung vor, ohne die ganz zwingenden Möglichkeiten zu kreieren. Und dann die 34. Das ist Noah Salau. Mit dem Ball und der wird immer länger und er kommt auf den zweiten Pfosten. Und da steht Kevin Hagemann und der erzielt nach 34 Minuten das 1:0 für den WSV. Und nun ist das eingetreten, was der BVB vermeiden wollte. Es braucht nun den bangen Blick in Richtung Wegberg, wo RWE spielt und vor allen Dingen mit 2:0 führt. Das schafft zur Pause die Konstellation, dass RWE neuer Tabellenführer ist. Es brauchte die richtigen, die passenden, die motivierenden Worte von Trainer Enrico Maaßen und es brauchte vor allen Dingen eine Reaktion und die gab es zu Beginn der zweiten Halbzeit. Gerade einmal 2 Minuten gespielt und da kommt wer natürlich? Steffen Tigges allein auf weiter Flur, allein gegen alle und vor allen Dingen mit seinem 22. Saisontor und dem 1:1. Dortmund also wieder zurück an der Tabellenspitze, aber das war alles auf einem sehr, sehr instabilen Fundament gebaut. Die gute Möglichkeit in Minute 69 durch Moritz Römling. Der BVB wusste, sie brauchen hier das zweite Tor, um sicher zu gehen. Steffen Tigges mit der Möglichkeit, aber kein Problem für Sebastian Patzler. Die Gäste wurden aktiver von Minute zu Minute. Das ist der missglückte Ausflug von Torwart Patzler. Und dann Tigges mit der Chance. Tigges an den Pfosten. Entscheidung verzagt. 89. Minute. Das Unentschieden reicht, aber es ist sehr unsicher. Tobias Raschel jetzt mit der Chance. Das ist der eingewechselte Ansgar Knauf. Und das ist das Tor zum Titel. Die schwarz-gelbe Gefühlsexplosion im Stadion am Zoo. Borussia Dortmund mit dem 2:1 kurz vor dem Ende. Es ist das 9. Saisontor für Ansgar Knauf, aber ganz ehrlich, keinen in Schwarz-Gelb wird das interessieren. Und so war es finalisiert. Nach 90 Minuten stand fest, Borussia Dortmund 2 ist Meister der Regionalliga West und hat sportlich somit den Titel und den Aufstieg erreicht. Die endgültige Gewissheit in Bezug auf den Aufstieg ist das aber noch nicht. Es müssen noch die Entscheidungen des Fußballverbands bezüglich der Klagen von RWE und Bergisch Gladbach abgewartet werden. Trotzdem sagen wir schon mal herzlichen Glückwunsch.